Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei 7 Days to Die. Wir sind noch immer im Shotgun Messias. Ich habe keine Ahnung, wievielte Folge das jetzt ist. Wir haben die letzten Folgen ja hauptsächlich damit, die letzte Folge ja hauptsächlich damit verbracht zu sterben. Und wir wollen jetzt mal gucken, mal hoffen, dass wir durchkommen, ohne zu sterben. Da ist ein Rocker. Hier ist doch bestimmt noch ein Geier irgendwo, oder? Ist das da oben Geier oder ist das Müll? Weiß es nicht genau. Der hat uns tatsächlich erwischt. Ah, da ist der Geier. Die fliegen immer so schön weit weg. Das ist auch wieder einer von den schnellen Zombies. Also wir sind eindeutig nicht mehr sicher, wenn wir nicht nachts unterwegs sind. Weil, wie man sieht, ich habe was gehört. Da ist noch ein Koffer. Ja, der ist tot. Wie man sieht, gibt es ja trotzdem schnelle Zombies auch tagsüber. Da ist noch eine Feder drin, die lassen wir mal hier. Gut, dann gucken wir mal die Kiste hier durch und klettern mal den Turm hoch. Mal gucken, was da oben gibt. Die Terrorismusteile nehmen wir jetzt erstmal mit, die kann man verkaufen. Ja, das Hochklettern wird jetzt eine dunkle Geschichte. Wette, da oben ist alles voll mit Zombies und wir brechen durch den Boden durch, wenn wir da drauf gehen, richtig? Nee, ausnahmsweise mal nicht richtig. Versiegelte Versandkiste. Ja, wir müssen uns bald wieder um Hordegebäude kümmern. Raketenwerferteile, Maschinengewehrteile, Stahlvorschlaghammerteile. Raketenwerfer werden wir wohl nicht bauen. Das heißt, die können wir verkaufen. So, ich habe was gehört. Ich gehe davon aus, dass hier auch ein Zombie ist. Und wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir können hier nämlich ganz leicht übers Gelände rüberstiefeln. Da oben auch noch was? Nee, ne? Hier ist noch ein Vogelnest. Komischerweise noch kein Geier in Sicht. Ah, da hinten ist der Hauptloot. Ich wollte gerade sagen, das hier kann doch noch nicht der Hauptloot sein. So, mal gucken. Vielleicht finden wir ja endlich den Bauplan für die Pumpgun. Die wäre echt sinnvoll. Hauspreis 300, dann nehmen wir den erstmal mit und zerlegen den nicht. Da kriegen wir eh nur Holz raus. Glaube ich. So, diese Leitern in diesem Spiel sind irgendwie überhaupt nichts für mich. Ich bin zu doof, die vernünftig runterzugehen. So müsste es gehen, wenn ich an der Wand bleibe, ne? So geht es sogar schnell. So, ist da unten noch was? Ja, da unten ist auch noch eine Kiste. Das sind sogar drei Kisten. Wie kommt man da hin? Weiß ich nicht genau. Aber wir können uns mal den Turm hier markieren. Wo sind wir denn jetzt? Da. Das heißt, da setzen wir uns mal einen schnellen Bewegpunkt hin. Und gucken mal, dass wir von unten irgendwie in den Turm reinkommen. Da liegt noch ein Zombie rum. Und ich höre auch noch einen lauten Zombie. So, da kommt auch einer. Zwei sogar. Ach, und der lebt auch noch. Ach, das ist auch ein schneller. Das war mal ein richtig schneller. Der hat 1200 Erfahrungspunkte, oder? Puh. Ich hätte die Schrotflinte wahrscheinlich jetzt nicht benutzen müssen, aber das war mir zu heikel. Bevor wir wieder drauf gehen, dachte ich mir, nehme ich lieber die Schrotflinte. Da geht es runter, da können wir gleich mal gucken. Aber erstmal gucken wir hier oben weiter. Hier sind ganz viele Vogelnester. Wo sind denn die Geier dazu? Die werden uns doch gleich bestimmt alle auf einmal überraschen, oder?
Aber schön viele Eier sind hier in den Vogelnestern drin. Das freut mich. So, hier scheint kein Zombie mehr zu sein. Da sind nur Federn drin. Das nehmen wir alles mit. Nochmal Eier. Nochmal Eier. Da waren wir schon, ne? Ne, hier waren wir auch noch nicht. Da sind aber auch nur Federn drin. So, jetzt nicht so viel laufen. Wir müssen bestimmt wieder kämpfen, oder? Vielleicht brechen die durch die Decke. Nicht? Jetzt bin ich fast ein bisschen enttäuscht. Aber irgendwo ist unten auf jeden Fall noch ein Zombie. Kann doch nicht sein, dass es hier nichts gibt, oder? Oder ist das vielleicht hier extra so ein Ausguck, wenn man sich über diesen Ding hier rüberschleicht oder außen rum geht? Dass man sich hier draufstellen kann und die Zombies, die da lagen, wegsnipen kann. Das kann natürlich auch sein. Ah, oder ist das so gedacht, dass man da rüber springt? Was nicht geht. Ich höre was, das ist nicht gut. Sorry, wieder ein kleiner Schnitt gewesen. Ich musste niesen. So. Ich denke mal, das ist eher so gedacht, dass man hier rüberkommt, oder? Das heißt, wir bauen uns hier mal Frames hin und hoffen mal, dass das hält. Und irgendwo stiefelt hier noch ein Zombie rum. Da ist er doch. Nee, geh aus dem Zoom raus. Ich weiß, das ist jetzt eigentlich Munitionsverschwendung. Wir können das auch mit der Keule machen. Aber ich gehe jetzt nicht wieder da runter. So, die Keule können wir auch mal reparieren, falls da oben was auf uns wartet. Geier? Kein Geier? Ich habe immer Angst, dass ich hier runterfalle. So Leute, wir sind endlich beim Hauptloot angekommen. Und der scheint relativ üppig zu sein. Da schauen wir uns das doch mal an. Vielleicht finden wir ja endlich einen Bauplan für die Pumpgun oder sogar eine fertige Pumpgun. Bauplan ist vermutlich allerdings besser, da wir dann eine Pumpgun selbst herstellen können und zwar immer wieder. So, die können wir verkaufen. Robotikhammer, den werden wir auch verkaufen. Das ist so ein Nahkampfroboter. Der ist nicht wirklich gut. Och nö, warum müssen die verschlossen? Ich hätte vielleicht die Süßigkeiten noch mitnehmen sollen von zu Hause. Hat mit einem Dietrich geklappt. Das ist so sehr schön. Machetenteile. Schrotflinten-Drosselmod. Verringert die Streuung von Schrotflinten. Das ist gut. Militärrüstungsteile brauchen wir jetzt nicht zwangsweise. Die Rüstung auch nicht. Das brauchen wir aber. Wir haben das Jagdgewehr gefunden. Sehr schön. Dreifachmod für Rüstung können wir erstmal mitnehmen. Die werden wir allerdings wahrscheinlich alle ausbauen. Die Mods. Lederstiefel nehmen wir erstmal mit. So, jetzt kann man nichts mehr tragen. Können wir das auf unsere Schrotflinte draufpacken? Verändern? Weil ich bin ja eigentlich im Nahkampf damit unterwegs. Ne? Die brauche ich ja gar nicht so weit streuen. Quatsch, ich muss die Schrotflinte ausrüsten. Aber beim Fadenkreuz merke ich jetzt keinen großen Unterschied, aber muss hier auch nicht. Was zerlegen war? Militärrüstungsteile können wir nicht zerlegen, die können wir uns hier lassen. Wir schauen erstmal nach, was uns hier noch so in den Kisten erwartet. Eisenbolzen für Armbrust, die können wir zerschlagen. Munition und Eisenstiefel, die sind aber leider schlechter, also zerlegen wir die. Auch schlechter ist nur Leder. Rohflintenteile werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Was haben wir denn hier noch? Angepasste Fittings-Mod.
Können wir die noch irgendwo reinmachen? Durch Rüstung erheblich. Plus 0,05 Ausdauer pro Sekunde, plus 3 Beweglichkeit. Wollen wir mal schauen. Hier sind noch keine drin. Ist die Frage, können wir die hier überhaupt reinpacken? Ja, können wir. Sehr schön. Wir sind auch noch nicht überladen, da wir ja geskillt haben. So, jetzt sind die da drin, ne? Können wir die hier auch mit? Ne, hier sind schon gedämpfte Verbindungsmod. Ich schätze mal, hier kann die nicht rein. Ne, da können nur die Taschen rein. Die Taschen müssen wir ja auch gar nicht reinpacken. Wir sind ja nicht mehr überladen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir versuchen mal rauszufinden, wie wir von unten in den markierten Turm reinkommen. Das geht da noch runter. Vielleicht können wir da wieder runtergehen. Nicht runterfallen. Das machen wir jetzt schön vorsichtig hier. Genau. Schön vorsichtig, sage ich ja. So. Es war aber weder eine Pumpgun noch dabei, noch Rezept für eine Pumpgun, ne? Das ist ja schon fast wieder ärgerlich. Hier wollten wir gucken, ob wir hier runterkommen, heile, ne? Können wir einfach mal versuchen. Wow. Naja, heile ist relativ. Da bauen wir uns jetzt nicht rüber. Das wird wohl nicht so toll sein, was da drin ist. Hoffe ich jetzt einfach mal. So, da ist noch ein Koffer. Da ist aber nichts drin. So, der Turm ist das hier, ne? Kurz gucken, nicht, dass wir irgendwo Zombies übersehen haben, die uns gleich über den Haufen rennen. Der Turm ist das. Wie kommen wir an den Turm ran? Ohne hier irgendwo runter zu fliegen und tot zu sein. Wahrscheinlich gar nicht, ne? Müssen wir einmal innen drin durchgehen. Ich gerade überlegen, wie ging es denn hier raus? Etage tiefer ist schon mal nicht verkehrt, glaube ich. Tür ist entriegelt. Ich glaube, das da müsste der Teil vom Turm sein, oder? Ja, wir suchen uns jetzt erstmal groben Weg hier raus. Möglichst in den Turm rein. Einmal kurz gucken. Da ist der Turm. Kommen wir hier irgendwie rein? Nee, ne? Aber durchschlagen dauert, glaube ich, auch zu lange. Obwohl es geht. 300 nur. Ich habe das Gefühl, die kommen hier gleich um die Ecke. Ein Loch gewesen. So soll man hier also rein. So, wir bauen das hier einmal zu, dann höre ich zumindest, wenn hinter uns Zombies da dran klopfen. Und wir stellen uns auch mal so hin. Dann sehen wir sie vielleicht auch noch. So, Raketenwerferteile hatten wir schon. Das auch. Gewehrteile können wir leider nicht mehr aufnehmen. Was ist das wert? 36. Verlegen. Und die Gewehrteile mitnehmen. So, Schrotflintmunition Streuung zu einer horizontalen Form anstatt einer runden. So, jetzt habe ich es aber. Ganz schön schwer. Du hast auch nur 63 wert, dann zerlegen wir das auch mal. Hätten wir gar nicht gemusst. Ich glaube, ist horizontal besser. Können wir das überhaupt zusammen mit unserem anderen Ding einbauen? Nee, können wir nicht. Das eine schließt anscheinend das andere aus. So, hier ist noch ein Feuerchen drin. So, wie hätten wir denn hier reingekonnt? Ach, wir hätten uns hier durchschlagen müssen, okay.
Hätte ich das mal vorher gewusst. Ich dachte mir, naja, der Bereich ist abgeriegelt, da müssen wir da wohl nicht lang. Aber haben wir falsch gedacht. So, und schauen wir mal, wie wir hier wieder rauskommen. Ich weiß, ich war hier schon überall einmal, aber ich weiß nicht mehr, wie es hier rausgeht. Da geht es Richtung Motorrad. Wir haben uns da runtergebaut, genau. Und hier steht auch das Moped. Das ist sehr schön. So, wir laden erstmal aus, was auszuladen geht. Wir markieren uns den Loot Drop auf der Karte. Jetzt mal schauen. Schrotflintenmuni kann nicht mehr rüber. Das kann auch alles nicht rüber. Das kann rüber, so ein bisschen davon zumindest. Ja, Wasser konnte jetzt noch rüber. Aber das brauchen wir natürlich selbst. Leute. So. Wieder mal was im Hals gehabt. Ich wollte gerade sagen, ich mache einen kurzen Cut. Denn ich werde uns zum Händler rüber eiern. Wir gucken jetzt einmal kurz zusammen, was wir denn beim Händler verkaufen wollen. Robotikteile nicht. Das hier auch alles nicht. Werkzeugteile, Maschinengewehrteile, Schrotflintenteile, die Glücksbrille wollen wir verkaufen. Das Geld wollen wir umtauschen. So. So. Das wird alles nicht verkauft, das wird aber verkauft. Und das. Dann kann das hier oben mit drüber. Das wird verkauft. Gewehrteile behalten wir erstmal. Vielleicht wollen wir irgendwann mal Gewehr bauen. Das behalten wir. Raketenwerferteile kommt weg, das kommt weg. Kann noch rüber. Das kommt weg. Standhaftigkeit. Lassen wir mal überlegen, was war denn Standhaftigkeit? Attribut Stärke, Wahrnehmung, Beweglichkeit, Intelligenz. Keine Ahnung. Ist das hier irgendwo was? Nee, ne? Nee, scheint hier auch nichts zu sein. Dann ist es wahrscheinlich einfach nur Schadensresistenz oder so. Gut, Leute. Ich fahre zum Händler. Wir sehen uns gleich da. So, wir sind beim Händler angekommen. Ich habe gesehen, der Loot Drop ist gar nicht weit weg. Das heißt, wir werden gleich noch zusammen den Loot Drop holen. So, das habe ich gesagt, kann alles weg. Die Sonnenbrille kann weg, das haben wir auch. Davon können 6 Stück weg, davon können 4 Stück weg. 615, das ist schön. Das bringt uns auch 249. Das wollen wir erstmal alles behalten. Ich habe gesehen, der Loot Drop ist gar nicht weit weg. Also werden wir vermutlich gleich noch zusammen den Loot Drop holen, würde ich mal vorschlagen. Pumpgun hast du nicht. Die Triche haben wir zwar 17, aber wir können ja noch mal welche nachkaufen. Hast du aber nicht. Und Chili wollen wir noch mal gucken, ne? Hast du auch nicht. Hast du es denn hier? Bauplan für eine Magnum? Nicht schlecht. CH? Nein. PU? Auch nicht. DI? Auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, Aufgaben hatte sie ja auch nicht mehr für uns, ne? Nee, noch immer nicht, schade. Ich weiß nicht, ob die Aufgaben irgendwann wiederkommen oder ob man erst bei anderen Händlern Aufgaben machen muss oder ob jeder Händler eine bestimmte Anzahl an Aufgaben hat, keine Ahnung. Ich würde sagen, ich schneide uns kurz zum Loot Drop runter, das sind knappe 400 Meter. Bis so, da sind wir wieder, der Loot Drop ist leider ziemlich blöd da oben auf dem Berg gelandet. Wir versuchen da jetzt einmal hoch zu kraxeln gemeinsam. Schauen uns da einmal an, ob da vielleicht was Brauchbares für uns bei ist.
Machetenteile, Bauplan, taktisches Sturmgewehr kann der Händler haben. Und einen Haufen Dosenfutter. Nehmen wir natürlich mit. Mein Vorschlag wäre, ich werde erstmal mein Motorrad suchen. Da ist es. Ich werde zum Händler fahren. Diese Maschinengewehr-Bauplan da verkaufen. Dann nach Hause fahren. Und unsere Taschen leer räumen. Und wenn es dann noch nicht Nacht sein sollte, oder selbst wenn es Nacht sein sollte, werde ich nochmal zum Shotgun Messias fahren und dort anfangen, ein bisschen was abzubauen. Ich wollte die Autos draußen abbauen. Die Autos, die keine Loot-Container sind, zumindest. Allerdings werde ich das nicht nachts machen, wenn ich gleich erst noch nach Hause fahre, die Sachen auslade, kann es sein, dass schon wieder dunkel ist. Das heißt, ich werde nachts dann wahrscheinlich die ganze Nacht da beim Shotgun Messias verbringen und tagsüber dann die Autos draußen leer machen und dann würde ich wieder nach Hause fahren, die Sachen wieder wegräumen. Die Sachen wieder wegräumen. Und euch dann dazu holen, in der Hoffnung, dass wir ein bisschen was bauen können. Und ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.